immer in Minecraft eure Kuchen essen. Wenn ich euch einen Kuchen da hinstelle, dann esst ihr den gefälligst auch. Ansonsten verteilt ihr weniger Schaden. Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer Folge Minecraft. Alles fängt an zu laggen und jetzt geht's los, alles klar. Minecraft Tryjump heute auf dem Revi-Server, ja. Ihr habt mir ja in die Kommentare geschrieben, dass es den Modus hier auch auf Revi gibt. Ich habe den noch nie getestet hier und deswegen bin ich mal gespannt. Ich hatte ja letztens dieses Jump-Run-Video, Lucky Race war das, glaube ich, und ich bin schon wieder down, wo ich euch gefragt habe, was momentan euer Lieblingsmodus ist. Und da haben ganz viele von euch mir geschrieben, dass es jetzt Tryjump nicht nur auf Minesucht gibt, sondern auch auf dem Revi-Server. Deswegen dachte ich, Ryan, let's go, Tryjump, da bin ich natürlich immer dabei. Schreibt mir gerne mal jetzt schon in die Kommentare, wo ihr Tryjump besser findet, auf dem Revi-Server oder auf dem Minesucht-Server, und schreibt gerne auch dazu, warum ihr den besser findet, ob ihr vielleicht die Module besser findet, ob einfach Revi oder Minesucht euer Lieblingsserver ist und ihr deswegen das auf dem jeweiligen Server besser findet. Aber wahrscheinlich denke ich mal eher wegen den Modulen. Ich denke nicht, dass ich jetzt so viel tun wird bei den beiden Tryjump-Modes. Ich habe hier gerade schon im Startmenü, in der Startlobby gesehen, verzaubern kostet 200, was laber ich? 200 und danach glaube ich jedes Mal 400. Das ist ja ungefähr gleich wie bei... Junge, das Modul kenne ich doch, oder nicht? Ist das ein... Oh Gott, ich habe so lange keinen Tryjump mehr gespielt, aber ist das hier ein... Ist das ein Tryjump-Modul, ein altes? Das sieht zumindest ziemlich stark danach aus. Oh Gott. Leute, Problem ist jetzt gerade, ich habe direkt auch natürlich eine Ausrede am Start. Das ist jetzt aber ehrlich hier gerade das Problem. Da muss ich mich mal ganz kurz konzentrieren. Und zwar habe ich gerade Sneaken und Sprinten vertauscht, ja? Also auch eine kleine Challenge im Prinzip hier mit am Start. Denn, also ich habe es jetzt seit ein, zwei Tagen oder so, aber trotzdem ist es jetzt noch ein bisschen ungewohnt. Ich habe seit... Ungewohnt. Ich habe seitdem gar kein Minecraft gespielt und das Ganze nur in Fortnite vertauscht und jetzt hier auch vertauscht, weil ich das so rum irgendwie besser finde. Eigentlich nur wegen Fortnite, um ehrlich zu sein, weil das da mit dem Bauen einfacher ist. Aber egal, Fortnite soll jetzt hier nicht das Thema sein. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, auf welcher Taste ihr Sprinten habt und Sneaken. Ja, ich habe jetzt gerade Sprinten auf Shift gepackt und Sneaken auf STRG und vorher hatte ich das halt genau umgekehrt. Ja, ich glaube, von Minecraft ist es ja auch standardmäßig so, dass Sneaken auf... welche Taste waren das jetzt? Auf STRG ist, ne? Sneaken ist auf STRG und Sprinten, glaube ich, automatisch auf... Wait, was laber ich? Ne, das Sneaken auf Shift ist und Sprinten ist automatisch auf STRG. So rum. Ja, und ich habe es jetzt vertauscht. Genau, so rum war es. Weil ich hatte das immer wegen Minecraft... Warte, muss ich... Wo muss ich denn hin? Muss ich hier hoch einfach? Anscheinend glaube ich schon. Ich hatte es wegen Minecraft halt bei Fortnite damals umgestellt. Und jetzt habe ich festgestellt, dass es aber andersrum besser ist in Fortnite. Egal, genug von diesem Fortnite-Kack. Wir gucken uns jetzt weiter Tryjump an. Jetzt muss ich hier direkt den nächsten Leitersprung meistern. Das ist noch natürlich ein bisschen schwierig jetzt hier, weil da muss ich mich irgendwie... Mein kleiner Finger hat sich noch nicht so dran gewöhnt, wo er dann hin muss zum Sneaken. Und deswegen ist es noch ein bisschen strange. Hier musste ich, glaube ich, nicht hin. Ich weiß auch gerade gar nicht genau, wie das Modul funktioniert hier. Wo sind wir denn dabei? Wir sind Platz 3 gerade. Ich glaube, alle sind auch bei dem Modul, wo ich hier gerade bin. Jetzt bin ich schon dreimal runtergefallen. Boah, ich überlege gerade echt, ob ich Sprinten und Sneaken wieder umstelle, nur für diese eine Aufnahme jetzt hier. Aber das wäre ja auch dumm. Warte mal, da ist eine Leiter. Aber wieso sollte ich denn an die Leiter springen? Ah, ich muss die Leiter hoch. Okay, weil ich hätte auch einfach hier reinspringen können. Vielleicht kann ich dann hier drauf. Und dann, oh warte, sneak dich an den Rand rein, so zack, zack. Ah, was mache ich denn? Ich glaube, ich muss einfach auf die Leiter drauf, dann auf das Teil drauf und dann kann ich damit in diesen anderen Ring reinspringen. Ich glaube, gerade bei Bad Wars wird das dann ziemlich komisch sein, jetzt, wo ich das umgestellt habe. Einfach, weil man ja, mit dem Fast Bridge und alles. Also, wie bin ich denn da jetzt bitte runtergefallen? Wie bin ich denn da gegen die Decke gestoßen? Das kann doch nicht sein. Gerade beim, da habe ich jetzt auch die falsche Taste gedrückt, beim Fast Bridge wird das, glaube ich, noch ziemlich schwierig sein. Deswegen wird auch erstmal, glaube ich, kein Bad Wars gespielt. Beziehungsweise erst ein bisschen privat. Ich soll vielleicht auch ein bisschen Jump'n'Runs mal wieder privat üben, wenn ich das hier gerade sehe. Und dann kann ich wieder richtig durchstarten. So, jetzt könnte ich aber bitte mal endlich... Nein! Ah, schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ich wollte sneaken. Lol, ich habe jetzt erst gecheckt, wie man das hier richtig machen soll. Man soll eigentlich auf dieses Glas, auf die Glasscheibe gehen und dann kann man hier ganz entspannt hoch. Das ist ja auch tausendmal einfacher, so gesehen, oder nicht? Dann mache ich das doch jetzt einfach. So geht das hier auch? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ah, okay. Da sollte ich natürlich auch erstmal hinkommen. So, man soll hier drauf... Dann auf die Leiter hier und dann auf die. Ich habe es gerade die ganze Zeit falsch oder schwieriger gemacht. Jetzt habe ich den Sprung hier aber auch ein bisschen verkackt. Ah, und hier soll man den dann eigentlich schwieriger machen. Und ich habe wieder Sprinten gedrückt anstatt Sneaken. Let's go. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Modul hier killt mich jetzt gerade komplett. Ne? Wir waren am Anfang schon nicht so gut dabei, aber eigentlich ganz okay. Und jetzt durch dieses Modul habe ich halt mega viel Zeit verschwendet. Warte, hier kann man ja auch einfach hier drauf gehen. Wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Ich kann da auch einfach... Ah, Junge. Ich mache mir das Modul gerade schwerer, als es eigentlich ist. Das kann ja nicht sein. So, hier wieder bitte cheaten. Geh auf den Block drauf. So, jetzt aber. Dann gehen wir hier hin.
So, dann Sprung, Sprung. Und da, ich habe nochmal Springen geklickt. Ich schwöre, ich habe Springen gedrückt. Okay, okay, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind schon mal hier drauf. So, komm schon, bitte lass mich das Modul jetzt schaffen. Muss ich direkt dahin? Wahrscheinlich, oder? Zack, komm schon. Jetzt direkt da, das, okay, das ist einfach. Direkt da an die Leiter. Zack, und jetzt bloß ich den Sprung ver... Ich habe doch Springen gedrückt. Blame auf jeden Fall einfach die Challenge jetzt dafür, dass es gerade nicht so gut läuft, ja. Ich meine, an sich ist es ja eine kleine Challenge. Wenn man jahrelang das die ganze Zeit so rum hatte, also ja andersrum mit Sprinten und Sneaken und das dann auf einmal vertauscht, dann braucht man natürlich ein bisschen, um sich daran zu gewöhnen, gerade jetzt. Ich weiß, hier in Fortnite habe ich so langsam gecheckt, dass es andersrum ist, aber in Minecraft jetzt gerade irgendwie immer noch nicht. Es ist einfach die alte Angewohnheit, so. Aber wir müssen uns jetzt langsam dran gewöhnen. So, und ich weiß nicht, ob ich jetzt komplett retarded bin oder ob das teilweise einfach auch Bergwerklabs-Module waren, ne? Weil das Modul hier jetzt, das gab es auf jeden Fall 1:1 so bei Tri-Jump auf Bergwerklabs damals. Das wäre natürlich cool, wenn ich hier ein paar Module wiedersehe. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. Da hat man wieder, ja, das hier auch. Da hat man wieder das alte Feeling so ein bisschen da drin. Okay, das ist ganz nice so, ne? Vielleicht haben sie sich da auch irgendwie abgesprochen, dass sie denen die Module rübergeschickt haben oder so. Ich weiß es nicht. Wenn man das jetzt so macht, dann könnte man sich schon an das Tri-Jump hier gewöhnen und hier vielleicht wieder ein paar Challenges machen, sobald ich mich dann auch endlich mal eingespielt habe. Mich wundert, um ehrlich zu sein, dass immer noch keiner am Ziel ist und die Module laden irgendwie total langsam teilweise. So, vielleicht schaffen wir es ja sogar ins Ziel, das wäre natürlich mega krass. Ich denke aber nicht, dass hier, das Modul hier konnte ich noch nie so gut, das ist auch aus Bergwerk Labs oder vom Bergwerk Labs Server. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, dreimal runterfallen müssen. Anders kriege ich das ja, glaube ich, einfach nicht hin. Aber langsam klappt es auch mit dem Sneaken hier. Seht ihr? Zack, zack. Gesneakt schon wieder der Boy. Jetzt hier den Slime-Sprung vielleicht irgendwie hinkriegen. Ja, perfekt. Dann, warte, wir nehmen Anlauf. Zack, zack. Ah, okay. Jetzt ist das Modul immer ein bisschen einfacher und dann sollte ich es eventuell jetzt noch hinkriegen mit dem Ziel. Der Sprung hier ist ja kein Stück einfacher geworden. What the fuck? Das kann ja nicht sein. Ich hatte es irgendwie so in Erinnerung, dass ich auch mit dem Slime-Sprung hier Probleme hatte. Aber wenn die den nicht einfacher gemacht haben, dann muss ich den ja damals auch schon irgendwie hinbekommen haben. Ne? Deswegen, Ryan, streng dich mal bitte an hier. Komm schon, komm direkt ins Ziel, Junge. Du hast da deine... Du verkackst hier alles mit deinen Hotkeys. Wenn du es jetzt ins Ziel schaffst, das wäre so sick. Das kann nicht sein, dieser Sprung, ne? Der ist auch nicht einfacher geworden, oder? Was haben die denn dann überhaupt einfach gemacht? Die haben den Leitersprung ja einfacher gemacht, glaube ich. Der sowieso nicht schwierig war. Und jetzt das hier, zack, so jetzt aber. Anlauf, zack, zack, zack. Hier ist jetzt bestimmt auch irgendwo was einfacher, ich weiß aber halt noch nicht, was. So, nochmal, oh, nochmal so ein Kacksprung. So, komm schon. Den Sprung schaffe ich jetzt, ich habe ihn langsam verstanden. Den kriegen wir auch hin, jetzt muss ich den hier. Das ist genau der gleiche, Ryan, das kriegst du hin, jawohl. Jetzt nochmal so einer. Und, Leute, oh mein Gott, wir sind im Ziel. Das kann, 360! Wir sind im Ziel, Leute, das kann ja nicht sein. Wir haben zwar nur 2600 Tokens, was, um ehrlich zu sein, komplett kacke ist, aber wir haben es ins Ziel geschafft, obwohl ich 10 Jahre lang bei diesem einen Modul festhing. Das kann doch nicht sein. Er schreibt unfair, der eine in den Chat. Junge, weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um ins Ziel zu kommen? Was ist denn daran unfair? So, wäre ich noch eingespielt und hätte diese Tasten nicht vertauscht, ich wäre da sowas von durchgerusht, Junge. Deswegen, so, was verzaubern wir jetzt? Also, einmal verzaubern kostet 200, danach 400. So, 1, 2. Hallo? Ich kann... Boah, dauert das lange, bis man wieder verzaubern kann. Hallo? Okay, dreimal verzaubert, dann... Was gibt's denn noch? Wir gucken mal kurz durch den Shop durch, aber ich glaube, es sind genau die gleichen Items. Wir holen uns mal noch eine Angel, würde ich sagen. Dann könnte man sich... Komm, ich verzauber einmal meine Chestplate. Dann haben wir noch 100 Tokens übrig und davon könnte ich mir noch einen Goldapfel oder so holen. Ja, komm. Jetzt habe ich gar kein Essen. Egal, Essen brauchen wir nicht. Wir killen einfach einen Gegner und kriegen da Essen her. Die Frage ist jetzt, geht hier auch slash skip? Das wäre natürlich krass. Ja, geht auch hier. Perfekt. Und da sind wir in einer PvP-Runde. Mal sehen, ob wir jetzt hier auch einen kleinen Win rausholen können. Ich meine, wir sind ins Ziel gekommen. Ich habe jetzt leider nicht auf die Tokens geachtet, wie viele Tokens die anderen Leute hatten, weil es kann gut sein, dass sogar jemand mehr hat als ich, weil 2600 ist jetzt halt echt auch nicht ultra viel. Also es ist nicht schlecht, ne? Also ist jetzt aber auch nicht gut. Es ist halt Durchschnitt. Okay, vielleicht ist es leicht überdurchschnittlich, wenn ich bedenke, dass fast keiner ans Ziel gekommen ist, dann werden die wahrscheinlich auch oft vorher runtergefallen sein, aber es ist jetzt nicht ultra krass. Da sind auch endlich die ersten Gegner. Kann ich mich hier bitte... Hallo, ich würde ganz gerne die Leiter runter. Hi. Na, bitte nicht wegrennen. Warte, bleib, Junge. Kannst du bitte Boss King irgendwas? Hat sich kurz zurückgebackt. Das ist natürlich perfekt. Kannst du vielleicht ganz kurz stehen bleiben? Ich hätte jetzt auf die anderen beiden gehen können. Da will ich mich jetzt aber gar nicht einmischen. So, zack, geht doch. Da ist er. Down, der Boy. Dann ist hier der Nächste direkt. Hallo, wie geht's? Wie steht's? So. Und der will... Oh Gott, der will mich killen. Ich hab... Oh, doch nicht. Ich habe komplett den Fight eigentlich verkackt. Aber gut. Jetzt ist es gerade ein bisschen traurig, dass ich kein Essen habe.
Vielleicht muss ich... Ich muss halt eigentlich meinen Goldapfel snacken jetzt. Das will ich aber nicht. Okay, ich mach's jetzt einfach mal ein bisschen smart und assi und gucke einfach, ob ich irgendwo einen Kill eben wegsnacken kann. Weil ich will jetzt echt nicht meinen Goldapfel dafür wasten. Oder ich snack... Oder ihn hier. Oh, wow. Junge, chill, chill, chill. Und der killt mich jetzt. Und jetzt kommt der andere. Junge, ich wollte doch... Ich habe noch einen Double Kill gemacht, oder? Ich glaube schon. Ich wollte die doch eigentlich nur wegsnacken. Was soll denn der Scheiß? Ich wollte einfach nur Regenerationsbuff eben schnell kriegen. Gegen den sollte ich nicht fighten. Der hat Regenerationsbuff gerade drin. Zack. Ja, ich regeneriere mich auch nochmal ganz kurz voll, Mate. Sorry, so, jetzt können wir gegeneinander kämpfen. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Er hat mir bessere Hits gegeben bis jetzt. Und da ist er. Down und... Oh, wir haben ganz viel Kuchen, Junge. Geburtstagskuchen für alle. Ich place sie einfach mal irgendwo. Warte, wenn ich wen sehe, dann gebe ich dem direkt einen Kuchen. Was hat der? Oh, hier, Kuchen, Kuchen, Kuchen. Okay, und jetzt fighten wir. Der hat anscheinend keinen Bock auf den Kuchen gehabt. Warum auch immer, kann ich nicht verstehen. Und da ist er down, weil er keinen Kuchen gegessen hat, Leute. Immer in Minecraft eure Kuchen essen. Wenn ich euch einen Kuchen da hinstelle, dann esst ihr den gefälligst auch. Ansonsten verteilt ihr weniger Schaden. So, jetzt haben wir sogar Hunger. Da fighten gerade welche. Ich stelle einfach mal einen Kuchen hin, ess was. Und dann gehe ich auf den, der hier in der Ecke campt. Der doch, das ist der, der unfair geschrieben hat, oder nicht? So, was ist hier unfair, Junge? Okay, dann, der ist gut im Rot-PvP. Das, oh, der, und der snackt mich weg. Das nennt man unfair, Junge. Das nennt man unfair, aber nichts anderes. Das rede mich gerade ein bisschen auf. Ich will eigentlich schon ganz gerne gewinnen jetzt direkt. Ich sollte ein bisschen passiver spielen. Ich habe jetzt auch immer noch Probleme damit. Weiß, es hört sich wieder an wie eine dumme Ausrede, aber es ist halt wirklich teilweise so. Wenn ich jetzt rodde, nehme ich meinen Finger runter, meinen kleinen Finger, ne, von der Sprintentaste. Und ich habe gerade Probleme damit, den direkt wieder auf die richtige Taste zu packen, weil ich es halt vertauscht habe. Also kann ich jetzt hier noch 10.000 Millionen Ausreden bringen auf jeden Fall, falls ich nicht gewinnen sollte. Aber ich will eigentlich schon gewinnen. Guck mal, guck mal. Jetzt snack ich weg hier. Bam, hi, was geht ab? Du hast mich vorhin weggesnackt, ne? Der Paolo. Und jetzt, der andere chillt schon da oben, ne? Der will gleich sowas von sich einmischen. Junge, ich sehe es ja schon. Das kann nicht sein. Okay, pass auf. Zack. Wenn ich den jetzt, selbst wenn ich ihn jetzt killen sollte, den Typen hier, der mich mit der Rod total abfuckt. Ja, jetzt werde ich von hinten nämlich weggesnackt. Das ist doch ein... Junge, das ist... Ja, der Wegsnackboy. Junge, das kann nicht sein. Geil. Richtig Bock gemacht hat das. Freunde, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, obwohl hier so viele Leute waren, die mich weggesnackt haben und meinen Kuchen nicht gegessen haben, würde ich sagen, lasst auf jeden Fall gerne mal einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns bald bei einem weiteren Video wieder. Ciao.